Hallo, ihr Quirlinge. Es ist wieder mal Level-Up-Zeit für Nokuri und ihre Gefährten in Pathfinder Wrath of the Righteous. Deswegen Pause. Und wir steigern alle Gefährten und ihre Begleittierchen auf das Level 17. Außer Ibu, die steigert sich selbst und ist auch bereits auf Level 20. Nach einem jüngsten Patch im Spiel, der Ende September 2022 erschienen ist, sind hier jetzt einige Dinge anders. Ihr seht es schon hier unten, wer ein scharfes Auge hat. Da sieht man einen kleinen weiteren Lebensbalken für die Begleittiere des jeweiligen Helden. Und das ist hier bei Nokuri Schattenfang, aber auch Aiwu und auch die anderen Tierführer haben das. Zum Beispiel Sela mit Lore da unten. Genau. Das soll uns aber nicht weiter irritieren. Nur kurz zur Funktionsweise. Das ist eine Art Auf- und Einklappmechanismus. Wenn ich jetzt hier draufklicke auf Schattenfang, dann habe ich das so, wie es immer war. Kann aber hier auch dann wieder das zusammenklappen. Das macht es ein bisschen einfacher und übersichtlicher, weil man bei den Tierchen ja meistens nur wissen will, was wie ihr Lebensbalken so gerade aussieht und relativ selten bei ihnen im Inventar oder im Charakterbogen nachschaut. Und wenn man das möchte, kann man das halt so machen. Und man hat die eben jetzt immer an der Führungsfigur letztlich. So. So viel dazu. Damit legen wir auch los mit Nokuri. Level 16. Wir machen daraus jetzt Level 17. Nokuri bleibt Jägerin. Es bleiben alle Gefährten auf ihren Klassen. Da wechseln wir nichts. Und Nokuri bekommt Punkte in Überzeugen, Wahrnehmung, Legendenkunde Religion, Legendenkunde Natur, Heimlichkeit und einen letzten Punkt auf Athletik. Und darf sich, wir sehen es hier oben, ein neues Talent aussuchen und danach einen Zauberstufe 3, einen Zauberstufe 6 und das ist es dann gewesen. Ja, was geben wir ihr für ein Talent? Ich habe mir Gedanken gemacht und bin zu der Überzeugung gekommen, dass wir Nokuri Blindkämpfen geben. Wir haben es jetzt zuletzt wieder in der ganzen Mitternachtsinsel Schatzjagd gesehen, dass es doch immer wieder getarnte Gegner gibt und Blindkämpfen hilft dagegen. Nämlich verfehlst du im Nahkampf einen getarnten Gegner, kannst du deinen Fehlschlagschance-Prozentwurf wiederholen, um zu sehen, ob du getroffen hast. Ne? Man muss ja erstmal einen Wurf machen, ob man überhaupt durch die Tarnung durchkommt und erst danach, ob man dann, wenn man überhaupt durch die Tarnung durchkommt, dann durch die Rüstungsklasse durchkommt. Und das kann man hier letztlich verdoppeln, die Würfe, die man da machen darf. Und das ist natürlich eine schöne Sache im Nahkampf. Deswegen Blindkampf oder Blindkämpfen für Nokuri. Und dann gibt es zwei Zauber, die ich ihr geben kann. Natürlich möchte man am liebsten alles haben. Nokuri ist eine Spontanwirkerin, da wird nicht alles gehen. Von dem, was auf Level 3 noch zur Verfügung steht, finde ich den erfrischenden Schlamm am schönsten. Den hat Arushale bisher als einziger. Du erzeugst einen Bereich aus heilendem Schlamm. Dieser gilt als schwieriges Gelände. Betritt eine Kreatur den Schlamm, also eine Kreatur, es gilt auch für Gegner, regeneriert sie 1d4 Punkte Attributsschaden. Eine Kreatur kann auf diese Weise nur einmal täglich Attributsschaden heilen. In jeder Folgerunde heilt der Schlamm einen Trefferpunkt der Kreatur. Also, wenn man so ein bisschen Debuff auf Weisheit hat oder sowas ähnliches, dann kann man das hier ganz gut mit wegputzen. Wenn es ein zu hoher Debuff auf Attributswerte ist, dann geht das nicht. Aber ich habe es mit Arushale schon dann mal angewendet. Ich finde, es passt auch irgendwie zum Jäger, so durch den Schlamm kriechen. Deswegen das. Und auf der Stufe 6... gibt es aus meiner Sicht, ja, die gemeinschaftliche Steinhaut wäre interessant, die hat aber Woljew. So oft brauchen wir die auch nicht. Dann hier das ganze Massenbären-Ausdauer-Bullenstärke-Zeugs, das ist nicht so sinnvoll, weil viele Helden ja schon so einen Gürtel haben. Und das ist die gleiche Bonusart, deswegen wird das bei den meisten gar nicht wirken. Jetzt, wo wir auch schon entsprechend gute Gürtel haben an vielen Taillen. Massenleichte Wunden heilen wäre interessant, wenn man wüsste, dass man noch viel mit Zomboiden kämpft. Ist aber aus meiner Sicht ist nicht gesetzt, dass das so sei. Seuchensturm gefällt mir nicht.
Verbündeten der Natur herbeizaubern ist auch immer schön, kann man immer gebrauchen. Aber ich entscheide mich für die Thealare, weil das hat bisher theoretisch nur Voljev, aber praktisch nicht. Also nicht im Zauberbuch. Du bedeckst den Boden mit heißem Teer. Kreaturen im Wirkungsbereich des Teers erleiden 1d6 Punkte Feuerschaden für jeweils 2 Zauberstufen. Das ist immer Stufe 17. Das ist ja auch die Zauberstufe von Nokori. Das ist dann durch 2 abgerundet die 8. Also 8 W6 Feuerschaden. Das ist schon nicht verkehrt. Und werden im Fall eines misslungenen Reflexwurfs bis zu einem erfolgreichen Reflexstärke- und Beweglichkeitswurf mit verstrickt belegt, die Gegner, genau. Ja, schwieriges Gelände, man ist langsamer und so weiter. Thealare hätte ich gerne. Passt auch irgendwie ein bisschen zum Jäger. Und damit ist Nokori fertig. Wir haben hier eins mit der Wildnis, das ist auch noch interessant. Das ist ein automatischer Perk, den sie bekommt. Das ist eine außergewöhnliche Fähigkeit. Das ist kein Zauber, wenn ich das so richtig sehe. Alle Feinde innerhalb eines 30-Fuß-Radius zentriert auf eine Zielkreatur in Griffweite. Auf Stufe 17 wird der Tiergefährte von anderen Tieren respektiert oder sogar gefürchtet. Jäger und ihre Gefährten können versuchen, alle Tiere in einem Radius von 30 Fuß mit einer schnellen Aktion zu demoralisieren, als würden sie bedrohliche Darbietung einsetzen. Ja, demoralisiert bedeutet, dass die Gegner einen Malus auf ihren Angriffswurf, einen Angriffsbonus bekommen und damit nicht so gut treffen. So, wie ihr sehen könnt, dürfte ich mit Nokori auch schon auf Level 18 aufsteigen, den Mitternachtsinseln sei Dank. Das machen wir in der Episode aber nicht. Wie ich damit zu verfahren gedenke, erzähle ich euch am Ende dieses Videos und deswegen breche ich das hier jetzt ab und gehe in Richtung Schattenfang, der nachziehen darf als Tiergefährten-Aggressor, hier seine 2 Punkte bekommt und ebenfalls sich ein Talent aussuchen darf. Und da gebe ich ihm mit voller Überzeugung verbessertes Blindkämpfen, weil Blindkämpfen er schon hat. Deine Nahkampfangriffe ignorieren die Fehlschlagchance, wenn dein Gegner nicht vollständig getarnt ist. Also nur noch vollständig getarnte Gegner sind ein Problem. Teilweise getarnte Gegner, das ist völlig egal. Die sind für Schattenfang genauso gut zu sehen wie überhaupt nicht getarnte Gegner. Ist dein Gegner vollständig getarnt, kannst du deine Fehlschlagchance allerdings mit einem Prozentwurf ermitteln. Man kann also bei einem vollständig getarnten Gegner, der eigentlich überhaupt nicht angegriffen werden kann im Nahkampf, kann man auch wieder dieses Prozentwurf-Angriffsprozedere durchlaufen, wie beim teilweise getarnten Gegner. Das ist also auch eine Verbesserung. Wenn du einen unsichtbaren oder versteckten Angreifer in bis zu 30 Fuß Entfernung erfolgreich anvisierst, hat dieser Angreifer bei Treffern mit Fernkampfangriffen keine Vorteile. Du behältst also deinen Geschicklichkeitsbonus auf deine Rüstungsklasse, was bei Schattenfang wichtig ist, weil der tankt über Geschicklichkeit unter anderem. Und der Angreifer muss auf seinen üblichen Unsichtbarkeitsbonus von plus 2 verzichten. Genau, das ist der mächtige Blindkampf. Nein, der verbesserte Blindkampf. Den mächtigen Blindkampf gibt es auch noch, aber das können wir natürlich noch nicht. Da brauchen wir auch noch einen Punkt mehr auf Wahrnehmung. So, das war's hier. An dieser Stelle, dann gehen wir mal der Reihe nach durch. Dich klappen wir ein. Um Aivo müssen wir uns nicht kümmern. Die ist auch schon Level 20 gewesen. Bleibt auch Level 20. Ich glaube, größer und bedrohlicher wird Aivo nicht. Es ist ja jetzt auch schon aus dem kleinen Wurm auch schon was Ordentliches gewachsen hier. So, dann ist Trevor jetzt ausnahmsweise mal der Nächste. Der bleibt auch, was er ist. Bekommt Punkte in Wissen, Welt, Beweglichkeit und Athletik. So, was habe ich mir denn bei Trevor gedacht? Da gibt es hier den mächtigen Waffenfokus. Und zwar des Grades 2, weil Trevor den normalen Waffenfokus bereits besitzt. Ja, das sieht man dann hier oben, dass er den hat bei den Voraussetzungen. Und er hat ihn auf dem Krummschwert, deswegen ist das Krummschwert das Einzige, was wir auswählen können.
denn man braucht erst den normalen Waffenfokus, um dann den mächtigen Waffenfokus obendrauf zu packen. Das ist etwas, was nur Krieger können. Deswegen ist das nur bei Trevor hier. Es gibt ja noch den ein oder anderen Waffenfokus bei anderen Gefährten. Die werden den mächtigen Waffenfokus nicht wählen können, weil das eben nur Krieger können. Und er ist ja hier, oder ein Kämpfer vielmehr, er ist ja als zweihändiger Kämpfer eine Spezialausfertigung des normalen Kämpfers. Insofern hat er auch dieses Talent. Und das baue ich weiter aus, weil wenn er schon den Waffenfokus 1 auf dem Krummschwert hat, dann gehen wir diesen Weg ganz einfach weiter. Und er bekommt einen weiteren Bonus von plus 1 auf seinen Angriffswurf, wenn er ein Krummschwert trägt. Und das trägt er. Dann bekommt er ein Bonuskampftalent auch aus irgendeinem seiner vielen Klassen, die er hier mit sich rumschleppt. Und da gebe ich ihm mal Blindkämpfen 1. Weil wir haben viel mit getarnten Gegnern zu tun gehabt in letzter Zeit. Das wird wohl nicht besser werden. Und jeder Nahkämpfer sollte mindestens Blindkampf 1 haben, meiner Ansicht nach. Ja, und das war's bei ihm. Auch hier brechen wir ab. Level 18 gibt's irgendwann später. Damit ist Greybor an der Reihe. Bleibt Attentäter. Bekommt 4 Punkte verteilt in Athletik, Beweglichkeit, Heimlichkeit und Wahrnehmung. Und hat ein weiteres Talent. Und hier entscheide ich mich für Nutze den Augenblick. Das ist dieses Talent, was bereits 4 weitere Gefährten besitzen. Wenn ein Verbündeter, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, einen kritischen Treffer gegen ein Ziel bestätigt, das auch du bedrohst, kannst du diesen Gegner mit einem Gelegenheitsangriff attackieren. Das gebe ich ihm. Man kann natürlich, wenn man jetzt ganz streng rollenspielerisch argumentieren würde, sagen, dass Greybor ein absoluter Einzelgänger war und auch ist und deswegen aus rollenspielerischen Gründen auf jegliches Gemeinschaftstalent verzichtet. Das wäre aus meiner Sicht vertretbar. Ich sehe es ein bisschen lockerer an der Stelle. Er ist jetzt dabei. Er bleibt dabei, auch wenn er nicht Teil der Stammgruppe ist und bekommt deswegen dieses Talent, was als Nahkämpfer, und er ist ja ein reiner Nahkämpfer bei mir, was als Nahkämpfer eben sinnvoll ist, wenn vor allen Dingen Schattenfang mit vorn steht oder auch Nokori, vielleicht Woljev. Genau, und auch Lan kann ja entsprechend dort einen anschießen, bei dem Greybor dann in der Nähe steht, weil das geht ja auch dann mit dem Fernkampf. Es geht ja nur um kritische Treffer und nicht um die Art der Waffe. So, er bekommt außerdem besondere Fähigkeiten, den schnellen Schritt. Der Attentäter hat seine Bewegungsrate, kann er vergrößern, einmal täglich. Und seine Bewegungen provozieren keine Gelegenheitsangriffe und das kann er erst ab Stufe 17 zweimal. Dann Beute. Ein Charakter kann als Standardaktion ein Ziel in seiner Sichtlinie als seine Beute bezeichnen oder kennzeichnen. Er erhält einen Verständnisbonus von plus 2 auf Angriffswürfe gegen seine Beute und alle kritischen Bedrohungen werden automatisch bestätigt. Ein Charakter kann immer nur eine Beute verfolgen. Das gilt nur für Greybor, keine Auswirkung auf die anderen Gefährten. Und der schnelle Schritt, das ist hier das gleiche nochmal. Weiter zu Arusha Leh. So, was habe ich mir denn bei Arusha Leh aufgeschrieben? Naja, die bleibt Spionage-Expertin, bekommt Punkte in ihren 6 normalen Fertigkeiten. Und bei ihr, lange Rede, kurzer Sinn, gebe ich auch Nutze den Augenblick als Zusatztalent. Wir sehen jetzt Greybor, das dabei hat. Ja. Und mehr muss ich an der Stelle nicht sagen. Mehr gibt es auch nicht. Ich skille sie im Grunde genommen ähnlich wie Lan, soweit das möglich ist. Dann Regil. Der darf kein Höllenritter mehr sein. Schon seit dem letzten Level-Up nicht mehr oder dem vorletzten. Deswegen bilden wir ihn weiter aus hier im Kämpfer Armiger. Das ist der, die Voraussetzungsklasse für den Höllenritter.
Er hat 3 Punkte. Überzeugen, Legendenkunde, Religion und Wissen Arcanum. Ja, Regil. Also, was gibst du Regil zu sagen? Bei Regil, er ist ein Nahkämpfer. Eine Möglichkeit wäre es, ihm den genauen Stich zu geben. Wenn du eine Kreatur mit einem Verbündeten, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, in die Zange nimmst, verursachst du mit jedem erfolgreichen Nahkampfangriff zusätzlich 1d6 Punkte Präzisionsschaden. Ne? Kommt oben drauf. Nokori, Schattenfang und Galfried haben das. Nokori steht es nicht so oft von, weil wenn Nokori umgehauen wird, ist der Kampf vorbei, ist alles uncool. Aber Schattenfang und Galfried tummeln sich meistens vorne an der Front irgendwo und da kann es schnell passieren, dass da eine Zangensituation mit Regil aufgebaut werden könnte. Das ist also eine Variante, die man sich überlegen kann. Man könnte aber auch den Biss des Piranhas nehmen. Hier steht: Wenn du eine leichte Waffe oder eine andere Waffe verwendest, die mit Waffenfinesse benutzbar ist, kannst du einen Malus von -1 auf alle Nahkampfangriffs- und Kampfmanöverwürfe in Kauf nehmen, um einen Bonus von +2 auf alle Nahkampfschadenswürfe zu erhalten. Regil kämpft ausschließlich mit einem gnomischen Hakenhammer und dieser kann, so wie wir Regil geskillt haben, bisher mit Waffenfinesse geführt werden. Er wird auch über Geschicklichkeit geführt und nicht über Stärke. Und wir sehen das ja hier, dadurch, dass... Das ist schwer zu zeigen. So, hier bei den Voraussetzungen, dass die Waffenfinesse ja grün ist. Das heißt, wenn er keine Waffenfinesse hätte, dann könnte er den Biss des Piranhas auch gar nicht auswählen. Es macht also durchaus Sinn, das zu tun, auch wenn man jetzt überlegt... Waffenfinesse und eine Hammerwaffe, es ist nicht so intuitiv, dass das funktioniert. Also damit würde er ein bisschen mehr Schaden machen, sich aber die Angriffskraft senken, den Angriffsbonus. Soweit also alles klar. Das Talent hat hier auch den grünen Daumen, wird also vom Spiel empfohlen. Man muss aber ein bisschen vorsichtig sein, denn es gibt auch den heftigen Angriff, das ist hier der Ausgegraute. Ausgegraut, weil wir ihn bereits haben. Und der gibt auch einen Bonus auf entsprechende Schadenswürfe, wenn man einen Malus auf den Angriffswurf in Kauf nimmt. Ja, das könnt ihr ja nachlesen, das ist alles jetzt nicht so im Detail wichtig. Worauf ich hinaus will, ist, dass heftiger Angriff und Biss des Piranhas nicht kombinierbar sind. Also meiner Ansicht nach ist es nicht kumulativ. Das heißt, ich kann das Talent hier oben zwar nehmen, aber ich habe es ja quasi schon. Und das ist ja auch so ziemlich das Gleiche. Na, das ist ja ist kein großer Unterschied. Du kannst einen Malus von -1 auf Nahkampfangriffswürfe in Kauf nehmen, um +2 Schadenswürfe zu kriegen. Und hier ist es im ersten Absatz oben exakt das Gleiche. Na, also insofern Vorsicht, das sieht einladend aus und ist aber nicht kumulativ, wirkt nicht gemeinsam. Das ist nicht offensichtlich und der grüne Daumen führt einen da ein bisschen in die Irre. Was man machen könnte, wäre noch der Kornugon-Hieb, dass man da nochmal so einen Überzeugungswurf, so einen Einschüchternwurf macht. Allerdings haben den bei mir schon so viele Helden, dass ich den bei Regel nicht auch noch geben möchte. Wäre aber möglich, weil da ist ja eine Fortsetzung des heftigen Angriffs, dass man da noch ein bisschen was rausholen kann. Ja, und ansonsten könnte man noch den Doppelschnitt nehmen. Da braucht man vorher Kampf mit 2 Waffen, das haben wir, weil dieser Hakenhammer als Kampf mit 2 Waffen gilt, also obwohl es nur eine Waffe ist. Und durch diesen Doppelschnitt würde der Schaden des Nebenhandangriffs nochmal erhöht werden. Hier steht es aber, füge deinen Stärkebonus den Schadenswürfen mit deiner Nebenhand zu. Wir haben aber einen anderen Skill, der diesen Bonus letztlich auf den Geschicklichkeitsbonus ummünzt, was auch wichtig ist, weil als Gnomenregel über keine nennenswerte Stärke verfügt,
dafür aber über eine ordentliche Geschicklichkeit. Also hier darf man auch wieder sich nicht fehlleiten lassen. Hier ist von Stärkebonus die Rede, aber ein anderer Skill, der biegt den Stärkebonus in einen Geschicklichkeitsbonus um. So, das ist so das, was man hier sich überlegen kann bei Regil. Das sind alles Nahkampfangriffsgeschichten. Ja, was nimmt man? Wir kriegen, wenn wir hier mal auf sein Charakterblatt schauen, sehen wir das hier gut. Der Arme, wo ist er denn da überhaupt? Der ist, das ist der Höllenritter. Ah, hier unten ist er, genau. Wir sind jetzt hier auf der Stufe 7 des Armigen. Wir kriegen ein Talent. Wahrscheinlich nochmal hier. Bonuskampf. Wir kriegen also nochmal eins. Dann können wir das mit dem Doppelstädter noch machen. Im Augenblick würde ich, oder Blindkampf dann eben, was bei ihm auch wichtig wäre, aber im Augenblick tendiere ich dazu, ihm einfach mal den Stich zu geben. Und zwar den genauen Stich, weil der unzweifelhaft obendrauf kommt, wenn er von sich mit Schattenfang und Galfried am gleichen Gegner austobt. So, er bekommt außerdem Rüstungstraining. Ab Stufe 3 wird ein Kämpfer beweglicher, wenn er eine Rüstung trägt. Dadurch wird sein Rüstungsmalus um minus 1 gesenkt. Und der durch seine Rüstung maximal zulässige Geschicklichkeitsbonus wird erhöht. Das ist gut. Und der ist jetzt irgendwie auf Stufe 5 mittlerweile. Sehr schön. So, hier brechen wir ab. Und es geht weiter mit Nenio. Spruchrollenweise. Hierzu verliere ich keine Worte. Was kann man mit ihr noch machen? Ja, so langsam wird es bei einigen Gefährten wirklich dünn, was noch sinnvoll ist. Klar kann man alles haben wollen. Also große Zähigkeit kann jeder haben. Ne? Das ist nicht verkehrt. Aber was ist wirklich noch sinnvoll? Und da ist mir bei Nenio jetzt in allererster Linie das Standardtalent der Abhärtung aufgefallen. Dass ihr nochmal ein bisschen mehr Trefferpunkte drauf bekommt. Einen weiteren Zauberfokus möchte ich ihr nicht geben. Ihr seid schon zwei auf Hervorrufung und Illusion. Gelegenheitsschuss. Sie ist eh kaum dabei. Sie hat zwar eine Armbrust in der Hand, aber bevor sie da mal schießt und trifft, das ist auch so eine Billig-Armbrust, das können wir alles vergessen. Deswegen ist da Abhärtung doch ein bisschen besser, falls sie doch mal was abbekommt, dass sie nicht sofort ganz tot ist. Und dann bekommt sie zwei Zauber auf der Stufe 9 und da nehmen wir ganz klar die beiden Zauber, die aus ihrer bevorzugten Schule kommen. Schatten und unheimliches Schicksal auf der Stufe 9. Und das ist es bei ihr auch schon gewesen. Kommen wir zu Sela. Und Lore klappen wir aus, weil den brauchen wir dann gleich. Sela. Paladinin. Mit 3 Punkten hier. So. Bei Sela gibt es ein paar Sachen, die man gebrauchen könnte. Gezieltes Fokussieren, damit ihr Energiefokussieren nur noch die eigenen Gefährten trifft und nicht mehr die Gegner, weil das trifft im Moment auch die Gegner. Werde ich ja nicht geben, weil manchmal ist es ganz sinnvoll, ein ungezieltes Fokussieren zu haben, weil man dadurch auch NPC, die mit einem gemeinsamen Kämpfen, auch heilen kann, was man mit einer Fokussierung leider nicht kann. Das hatten wir zuletzt gesehen im DLC durch die Asche bei Merit, glaube ich. Da sind ab und zu mal Leute dazugekommen, die uns geholfen haben in Kämpfen, in manchen Situationen. Und wenn man die heilen will und auch die eigenen Leute, dann muss man halt schauen, dass man mit dem Fokussierungskreis sich positioniert, dass er eben möglichst wenig oder gar keinen Gegner erwischt, weil der sonst mitgeheilt wird. Aber er erwischt halt dann auch die NPC, die man nicht steuern kann, aber die auf der gleichen Seite streiten. Also das hat auch schon seinen Vorteil, wenn man das nicht gezielt hat. Deswegen würde ich ihr das lassen, weil ich habe ja noch zwei weitere Leute, die fokussieren können, Soziel und Deran, und die können es gezielt und das ist mehr als genug, das muss Sela nicht auch noch können.
Kernschuss ist überhaupt kein Thema bei ihr, sie ist Nahkämpferin. Bedrohliche Darbietung, ja, könnte man machen, ist aber alles sinnlos, das sagt nur Kuri. Blindkämpfen wäre eine Variante. Der genaue Stich wäre eine Variante. Wir gehen mal ganz kurz durch. Das hier unten ist alles weniger relevant. Schildwall wäre nur, also wäre interessant. Dann muss ich sich aber, dann muss nur Kori erstmal dieses Talent lernen, weil das im Moment keiner hat. Also auch eher uninteressant. Das hätte man von Anfang an anders steigern müssen, wenn man darauf hinaus will. Und dann hätten wir hier noch zusätzliches Handauflegen. Das geht natürlich immer grundsätzlich, kann man immer gebrauchen. Was man bei Sela aber ganz besonders gebrauchen kann, ist der berittene Kampf. Warum? Weil Sela ein Reittier hat, Lor. Das haben natürlich auch Deran, Sosiel und Nokori. Aber wenn man auf dem Reittier sitzt und in den berittenen Kampf zieht, dann ist man ja ganz vorn mit im Getümmel drin. Das soll Deran nicht sein, auf Galfried reiten. Das ist eine ganz blöde Idee. Auch Nokori soll es nicht sein. Weil, wenn Nokori stirbt, der Kampf zu Ende ist. Das habe ich off-cam oft genug jetzt bei dem Kampf gegen Nilkot erlebt. Und was Sosiel angeht, der könnte am ehesten mit nach vorn auf Borstel. Aber Borstel tankt ja in der Regel die allerschwersten Gegner. Und Sosiel hat ein bisschen Rüstung, aber mit Betonung auf ein bisschen. Und ist auch so geskillt, dass er eher ein Supporter ist. Wenn der vorn steht mit seiner Gläfe, der kann die Gegner dann kitzeln. Das bringt also alles nichts. Wenn diese drei Gefährten auf ihren Reittieren an die Front reiten, aus verschiedenen Gründen ist es nicht ratsam, das genauso zu tun. Punkt 1. Punkt 2. Die Reittiere, Borstel, Schattenfang und Galfried, sind aber auch einzeln sehr wirkmächtig. Borstel ist ein wahnsinniges Tankschwein. Schattenfang ist ein wahnsinniger Damage-Dealer und auch Galfried mischt ganz gern vorne mit und kann auch ordentlich aus sein, die Gegner zu Fall bringen. Das heißt, die sind allein auch gut einsetzbar. Bei Lor ist das anders. Lor ist ein Pferd und Lor hat genau einen Angriff, einen Bissangriff und der ist noch nicht mehr besonders gut. Und er kann auch versuchen noch zu treten und so weiter, aber das könnt ihr alles vergessen. Im Vergleich zu den Nahkampf-Angriffsmöglichkeiten oder auch den Tank-Möglichkeiten von Borstel, Galfried und Schattenfang muss man Lor ganz eindeutig eine Liga tiefer einstufen. Und aus diesem Grund ist es sinnvoll, dass Lor nun wirklich als Reittier genutzt wird. Zumal Sela bis an die Zähne getankt ist und man es sich eher erlauben kann, sie mal vorn irgendwo stehen zu lassen, in der Hoffnung, dass sie stehen bleibt. Sie hat eine recht gute RK mittlerweile. Und wenn es hart auf hart kommt, kann sie sich mit Handauflegen auch mal selber heilen oder mit Fokussieren irgendwie. Und mit anderen Worten, hier ist der berittene Kampf wirklich sinnvoll. Deswegen gebe ich ihn ihr. Und hier heißt es, wird ein Reittier im Kampf getroffen, kannst du einmal pro Runde versuchen, den Treffer mit einem Beweglichkeitswurf aufzuheben. Ist das Ergebnis deines Beweglichkeitswurfs höher als der Angriffswurf des Gegners, wird der Treffer aufgehoben. Jetzt kann man natürlich richtigerweise sagen, Beweglichkeit, naja, Seda 3, ja, stimmt. Wenn man in Richtung dieses Skills hätte gehen wollen, hätte man Sela viel früher hier Beweglichkeit geben müssen. Das habe ich nicht getan, weil habe ich am Anfang so nicht gesehen, dass das so relevant wird. Insofern ist sie hier falsch geskillt. Ja, da hätte man hier Beweglichkeit geben müssen. Ganz klar. Aber wir sehen auch, dass natürlich der berittene Kampf Voraussetzung ist für weitere berittene Kampfattacken. Trampeln. Du kannst einen Gegner mit einem Reittier zertrampeln. Im Erfolgsfall fügt dein Reittier dem zu Boden geschleuderten Ziel den Schaden eines natürlichen Angriffs zu. Oder beherzter Sturmangriff. Im Falle eines berittenen Sturmangriffs verursachst du im mit Nahkampfwaffen doppelten Schaden. Oder Rossschild. Du kannst der RK deines Reittiers deinen Basisschildbonus, einschließlich des durch Schildfokus gewährten Bonus, aber ohne Verbesserungsboni hinzufügen. Also insofern ist das schon eine feine Sache, hier als Voraussetzung für diese drei oder einen von diesen drei weitergehenden Kampfstilen, was den berittenen Kampf angeht, das aufzumachen. Und zum anderen, ja, ich meine, Sela kommt jetzt nicht mehr so oft mit, aber ihre persönliche Quest ist noch nicht zu Ende. Sie wird also mindestens noch einmal richtig mit dabei sein.
Ich denke also, dass, wenn wir ihr den berittenen Kampf geben, sie dann auch mal zeigen kann im Spiel, was das so alles bedeutet. Alternativen wären, wie gesagt, Blindkämpfen, genauer Stich und solche Geschichten. Ich entscheide mich aber für den berittenen Kampf. Und sie bekommt außerdem die Aura der Rechtschaffenheit. Auf Stufe 17 hat ein Paladin Schadensreduktion 5, außer gegen Böse, und ist immun gegen Zwang, Zauber und zauberartige Fähigkeiten. Alle Verbündeten in einem Radius von 10 Fuß erhalten einen Moralbonus von plus 4 auf Rettungswürfe gegen Zwangeffekte. Ja. Hier brechen wir ab und gehen zu Lore. Da gibt's nicht so viel. Zack, zack. So, bei Lore hatte ich mir überlegt, genau. Lore ist wie Borstel eines der Reittiere, die mit einer Tierrüstung kämpfen. Und ihm fehlt noch der Umgang mit dem schweren Pferdeharnisch. Den gebe ich ihm, weil wenn er jetzt Reittier ist, einer schwer gerüsteten Paladinin, dann muss er da auch ordentlich selbst gerüstet sein. So. Das war's an der Stelle. Können wir einklappen. Dann ist Ember an der Reihe. Bevor es an die Steigerung von Ember geht, ein Blick in ihr Zauberbuch. Aus Gründen, die ich euch gleich darlege. In ihrem Zauberbuch hat sie eine Reihe von Feuerzaubern, das haben wir ihr ja gegeben, ein paar andere Spielereien und sie hat durch den Ring, den sie trägt, auch sämtliche Blitzzauber. Diese Zauber, brennende Hände zum Beispiel, ist ein Zauber der Schule der Hervorrufung. Das sieht man auch hier direkt unten drunter. Hervorrufung ist bei ihr sehr stark vertreten. Wir haben hier den Flammenbogen, den sengenden Strahl, die geschmolzene Metallkugel. Jeweils alles Hervorrufung. Wir haben hier den Flammenbogen nochmal natürlich aufgepimpt. Den Blitz ist Hervorrufung. Das hier ebenfalls. Feuerball ist Hervorrufung. Und auf der Stufe 4 haben wir den kontrollierten Feuerball, der Hervorrufung ist. Felsen-Ascheregen. Dann haben wir den Gewittersturm. Die Feuerschlange. Wir haben außerdem den Höllenfeuerstrahl. Den Kugelblitz. Das blitzende Vorzeichen, den Feuersturm, den Höllenfeuerstrahl hier nochmal und auch Blitzgewitter. Also sie hat vielleicht so, sagen wir mal, ein Viertel bis ein Drittel ihrer Zauber in der Schule der Hervorrufung. Alles andere ist dann verteilt, bisschen Nekromantie dabei, bisschen Verwandlung, bisschen Beschwörung. Aber mit denen, wenn man mal nur die Zauber nimmt, die sie häufig auch anwendet gegen Gegner, dann ist es eindeutig die Schule der Hervorrufung und an zweiter Stelle wäre die Schule der Nekromantie. So, das ist mal die erste Feststellung. Die zweite Feststellung, wenn wir uns an dieser Hervorrufungszauber mal näher anschauen, da haben wir hier das Blitzgewitter, da sehen wir, von Zauberresistenz des Ziels beeinflusst, ja, dieser grüne Haken, und teilweise Zähigkeit, Rettungswurf, ja, das ist wichtig. Also, Zauberresistenz ja und Zähigkeit macht es für den Gegner dann leichter zu ertragen, wenn er dann den Zähigkeitswurf besteht. Hier haben wir nur die Zauberresistenz, da gibt es keinen Rettungswurf. Beim Feuersturm haben wir wieder einen Rettungswurf, diesmal auf Reflexbasis. Auch hier Zauberresistenz spielt eine Rolle. Hier beim Blitz ist es wieder die Zauberresistenz ohne Rettungswurf. Dann hier, Höllenfeuerstrahl hatten wir gerade, hier Kugelblitz. Reflex halbiert, also Reflexrettungswurf und Zauberresistenz. Wir haben hier genau das Gleiche. Nein, die Zauberresistenz ist hier nicht der Punkt. Aber Reflexrettungswurf ist erlaubt. Bei der Feuerschlange ist Zauberresistenz relevant und Reflexe halbieren. Fels- und Ascheregen, Zauberresistenz, aber kein Rettungswurf. Kontrollierter Feuerball, Zauberresistenz und Reflexrettungswurf. Das ist beim Blitz hier genau das Gleiche. Hier ist es wiederum ohne die Zauberresistenz. Feuerball hat auch nochmal Reflexrettungswurf und Zauberresistenz. Also ihr seht, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen ist die Zauberresistenz, in fast allen Fällen ist die Zauberresistenz relevant. Und ich würde mal sagen, in zwei Drittel aller Fälle ist auch ein Zähigkeits- oder Reflexrettungswurf erlaubt. Bei den
Zaubern, die wir bei Ember auch häufiger einsetzen, also die Feuerzauber im Wesentlichen. Das ist jetzt mal im Hinterkopf zu behalten. Dann geht es an ihre Steigerung. Stigmatisierte Hexe mit ihren drei Punkten hier. Dann ist noch übrig. Ein weiterer Punkt in Überzeugen. So. Warum ist das relevant? Weil es bei Ember die Möglichkeit eines Zauberfokus gäbe. Wähle eine magische Schule aus. Allen Zaubern dieser Schule, die du wirkst, kann nur sehr schwer widerstanden werden. Vorteil: Füge dem Schwierigkeitsgrad für alle Rettungswürfe gegen Zauber der gewählten Schule plus 1 hinzu. Spezial: Du kannst das Talent mehrmals erhalten. Die Effekte sind nicht kumulativ. Jedes Mal, wenn du das Talent erhältst, wird es einer neuen magischen Schule zugewiesen. Das heißt, wir können ihr hier den Zauberfokus auf die Schule der Beschwörung, der Hervorrufe natürlich, geben. Dann gibt es eine Erschwernis von plus 1 auf die Rettungswürfe, also auf die Reflexrettungswürfe im Wesentlichen. Klingt jetzt nicht so interessant, aber der Feuerball als Beispiel wird ja auch häufig, das wird eigentlich immer benutzt, wenn da mehrere Gegner sind. Und die müssen alle würfeln und wenn alle einen Punkt mehr erwürfeln müssen, dann wird das schon weniger klappen, wenn man da diesen einen Punkt mehr eben auch erzwingt. Vor allen Dingen gibt es dann hier auch noch den mächtigen Zauberfokus. Der da, wo das nochmal um plus 1 erhöht wird. Also das wäre eine Variante, wie man Ember noch ein bisschen stärker machen könnte. Was gäbe es als Alternative? Die Alternative für Ember wäre, und da ist halt auch nicht mehr so viel da, Metamagie, da weiter reinzugehen. Aber ich bin der Meinung, entweder man geht richtig in Metamagie rein oder man lässt es halt. So ein bisschen, wie ich es bisher gemacht habe, ist eigentlich gar nicht so die beste Variante. Der genaue Stich verbietet sich, weil sie das nur im Nahkampf kann. Geschützter Zauber hat kein anderer, braucht man also nicht. Ausmanövrieren ist nur so eine Nahkampfgeschichte, ist doch Camellia mit drauf, meine Güte. Abhärtung wäre eigentlich die Alternative. Ja, also in den Kämpfen, die ich bisher hatte, die Off-Camp-Kämpfe in den Mitternachtsinseln, da ist Ember schon des Häufigeren mal umgekippt, also Abhärtung ist schon gar nicht so verkehrt, deswegen nehme ich jetzt die Abhärtung, aber den Zauberfokus, den ich euch erklärt habe, der ist dann meine zweitbeste Wahl und wird wahrscheinlich auf Stufe 19 dann gewählt, wenn da nicht noch irgendwas Wichtiges dazu kommt. Also die Abhärtung für Ember. Auf Embers Zauberliste gibt es auf der Stufe 7 folgende Überlegungen. Den gemeinschaftlichen wahren Blick gebe ich hier nicht. Das brauchen wir, aber es hat der an. Den Kugelblitz gebe ich ja auch nicht, weil den hat sie schon, aber nur durch ein Item. Deswegen steht sie hier in der Liste, dass sie es hat. Aber ich kann sie auch auswählen. Wäre also jetzt Quatsch, weil wer soll das Item tragen, wenn nicht sie? Kurzstreckenteleportation ist nur sinnvoll, wenn man sich verdrücken will. Das ist schön, wenn man das hat, aber dafür würde ich bei ihr keinen Zauberplatz ausgeben. Light ist interessant. Negative Energie, maximal 150 Punkte Schaden. Ein Willensrettungswurf kann das halbieren. Aber das finde ich interessant. Heilung, so eine Sache. Wir haben Deran und Sosiel, die können das im Zweifelsfall. Das würde ich nicht nehmen. Urzeitliche Rückverwandlung geht halt auch auf alle, die in einem bestimmten Wirkungskreis sind, auch auf die Gefährten. Wille hebt es komplett auf, das ist halt doof. Und aus diesem Grund würde ich das auch nicht nehmen. Und der Rest, na gut, Zwielichtattacke hat Deran. Den Rest finde ich jetzt nicht so interessant. Ich finde Light am interessantesten, damit sie sich mal, wenn vielleicht ein angeschlagener Gegner neben ihr steht, dann kann sie vielleicht versuchen, sich da auch auf diese Art und Weise aus der Affäre zu ziehen. Light auf der Stufe 8 und auf der Stufe 9 gebe ich ihr die abyssale Grube, weil Woljef ja mit den Gruben jetzt nicht mehr hantiert. Die abyssale Grube aber meiner Kenntnis nach die wirkmächtigste Grube ist.
Wenn wir mal eine brauchen, dann wäre das hier die richtige. Und dann haben wir das mit Ember. Alternativ wäre der Seelenreißer interessant. Geht aber auch gegen die eigenen Leute. Also ich nehme die Grube. So, das war Ember. Nach Ember kommt Dera. Da klappen wir den Galfried auf. Und das machen wir auch gleich bei Sosiel. Dera, der Göttergarde, bleibt Mystiker. Und bekommt hier seine 3 Punkte, wie üblich. Und Deran. Ja, was gibt's da noch an sinnvollen Dingen? Es gäbe die durchschlagenden Zauber. Nutz etwas bei den Zaubern, die Deran hat, mit denen er Schaden beim Gegner anrichten möchte. Der Pfeil der Ordnung als Beispiel. Allerdings habe ich Deran ja vor allen Dingen als Heiler und Buffer geskillt. Der hat jetzt schon so ein paar Angriffszauber, ja, aber nicht so wahnsinnig viele. Also so grenzwertig. Flügel. Du erhältst ein paar Flügel, die dir einen Ausweichbonus von +3 auf deine Rüstungsklasse beim Nahkampfangriffen sowie Immunität gegen Bodeneffekte wie schwieriges Gelände gewähren. Also, daran wachsen dann Engelsflügel. Kann er nur haben, weil er ein Asima ist. Nur gucke ich dir da nicht drauf, deswegen nehme ich das nicht. Aber so rein spielmechanisch wäre das gut. Ja, kann man sich überlegen, ihm das zu geben. Aber ich weiß nicht. Ich möchte das nicht. Das ist ja auch, ja, nee. Genauer Stich, ist noch Nahkampf, können wir vergessen. Ein geschützter Zauber hat keiner. Ja, was haben wir noch? Ein Rüstungsfokus könnten wir ihm geben. Er kann ja mit ein bisschen Rüstungen umgehen. Gäbe nochmal einen Punkt obendrauf. Kann man haben. Muss man jetzt nicht unbedingt ein Talent für ausgeben bei einem Charakter wie Deran. Und ansonsten haben wir solche Sachen wie verwirrende Bannmagie zum Beispiel. Entfernst du einen laufenden magischen Effekt eines Gegners, wird dieser eine Runde lang mit einem Malus von -2 auf seine Rettungswürfe gegen deine Zauber belegt. Das ist schön, aber auch schlecht gleichzeitig, weil es bedingt, also Deran ist ja der bei uns Bannmagie einsetzt, aber er ist ja auch nicht der mit seinen Zaubern so um sich wirft, um die Gegner damit zu killen, sondern er hebt sie ja lieber auf, um seine eigenen Kameraden immer wieder zusammenflicken zu können. Insofern ist das nur sinnvoll, wenn in der nächsten Runde Deran dann einen Zauber machen würde, der auch einen Rettungswurf triggert. Ist jetzt nicht so häufig der Fall, würde ich deswegen ausschließen. Zusätzliches Fokussieren geht immer. Na, Derans Fokussierungen sind legendär. Das ist nicht verkehrt, ihm das weiter zu skillen. Da er bei mir aber schon so ein bisschen auch mit dem verbündeten Zauberkundigen so weit geskillt ist, wir sehen es ja hier, was er bisher hat. Er hat diese ganzen Talente, hier ist der verbündete Zauberkundige. Mit Hilfe eines Verbündeten kannst du den Schutz anderer Kreaturen mit deinen Zaubern durchbrechen. Vorteil: Stehst du auf einem benachbarten Feld zu einem Verbündeten, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, Sosiel, erhältst du einen Bonus von +2 auf Konzentrations- und Stufenwürfe zur Überwindung der Zauberresistenz. Ja? Und hier bei durchschlagenden Zaubern. Deine Zauber durchbrechen Zauberresistenz leichter als die meisten anderen Zauber. Du erhältst einen Bonus von +2 auf Zauberstufenwürfe deines Gegners, um die Zauberresistenz einer Kreatur zu überwinden. Ich würde Deran das geben, weise aber darauf hin, dass der durchschlagende Zauber nicht auf die Bannmagie angewendet werden kann. Alternativ hätten wir auch die Abhärtung hier. Ja, kann jeder gebrauchen.
Ich muss aber sagen, dass Deran sehr selten stirbt. Den habe ich meistens, fast immer, irgendwo in so einer sicheren Position, dass ich es ganz selten gesehen habe, dass Deran weg ist. Kommt vor, ist aber wirklich richtig selten. Deswegen würde ich mir die Abhärtung sogar noch ein bisschen aufheben für den allerletzten Skill, den er bekommt, hier dann auf Stufe 19. Da sollten wir ihm das geben, aber im Augenblick halte ich die durchschlagenden Zauber für relevanter. Gebe sie ihm und darf ihm außerdem noch einen Zauber der Stufe 7 und einen Zauber der Stufe 8 zuweisen. Ja, auf der Stufe 7 gibt es die Wellen der Ekstase. Das würde rollenspielerisch ganz gut zu Deran passen. Du gibst Wogen intensiver Freude ab, die alle Ziele in Reichweite zögern. Das ist so eine kegelförmige Reichweite. Geht auch gegen Gefährten. Kreaturen im Wirkungsbereich sind eine Runde lang betäubt und werden bis zum Ende des Zaubers mit Wankend belegt. Gelingt der Rettungswurf einer Kreatur, ist sie in der ersten Runde mit Wankend belegt, kann dann aber normal agieren. Ja, nicht schlecht. Massenschwere Wunden verursachen ist auch nicht schlecht. Macht aber auch Schaden an den eigenen Leuten. Zerstörung ist ein schöner Zauber, den hat Sosia schon einige Male ins Ziel gebracht. Wird von der Zauberresistenz abgeblockt. Dieser Zauber verursacht augenblicklich 10 Punkte Schaden pro Zauberstufe. Also 170 jetzt im Augenblick. Gelingt der Zähigkeitswurf des Ziels, erleidet es stattdessen 10d6 Punkte Schaden, also maximal 60. Ja. Ein Problem, da muss Deran ganz nah ran. Das ist so eine Kreatur in nächster Umgebung. Das ist beim mächtigen Fluch aber genau das gleiche, sogar ein Griff weiter. Du belegst das Ziel mit einem Fluch. Wähle eine der folgenden Flüche aus. Und dann sieht man das hier. Konstitutionswert minus 12. Stärke Geschicklichkeit minus 12. Intelligenz Weisheit Charisma minus 12. Mächtiger Fluch des Verfalls. Das Ziel wird mit einem Malus von minus 8 auf seine Angriffs-, Rettungs-, Attributs- und Fertigkeitswürfe belegt. Also damit kann man auch versuchen, ein Ziel zu debuffen. Es geht gegen Zauberresistenz, wirkt permanent. Problem ist, dass ein Willensrettungswurf diesen Zauber vollständig aufhebt. Das ist das Problem. Auferstehung ist natürlich auch schön zu haben, aber da kann man sich auch einfach so eine Spruchrolle kaufen. Wir haben Millionen von Goldstücken mittlerweile. Das macht keinen Sinn, jetzt hier das Deran ins Zauberbuch zu packen. Das kann man mit Schriftrollen alles auch haben. Ja, was also nehmen? Aufgrund der Tatsache, dass es Deran ist, entscheide ich mich wirklich für die Wellen der Ekstase. Das ist eine reine rollenspielerische Entscheidung. Und kann vielleicht ein bisschen wirken, aber ne, es ist Rollenspiel. Punkt. Dann gehen wir weiter auf Stufe 8. Auf der Stufe 8 gibt es einige schöne Sachen. Die abyssale Grube, die hat aber jetzt schon Ember. Der Seelenreißer ist auch interessant, den hat aber Sosiel grundsätzlich. Herzrausreißer hat auch Sosiel, ist aber auch alles mit Problemen verbunden. Seelenreißer geht auch gegen die eigenen Gefährten. Herzrausreißen, da muss man nah sein, was derer, der gerade nicht sein soll. Aber der Feuersturm ist recht schick. Geht gegen die Zauberresistenz, das kann Deran relativ gut mittlerweile. Reflexe halbieren, na gut, man kann nicht alles haben. Und ballert eben in einem 40-Fuß-Radius, zentriert auf einen Zielpunkt in mittlerer Entfernung, ja, Feuer raus und um sich und trifft damit nur die Gegner. Das kann Ember viel besser, ja, ist mir klar. Aber wenn Ember dabei wäre, dann könnte man das in einer Spielrunde, in einer Kampfrunde doppelt machen. Einmal Ember und dann kokelt Deran noch ein bisschen hinterher. Und deswegen nehme ich den Feuersturm. Auch wenn Ember mal nicht dabei ist, dass jemand vielleicht ein bisschen kann. Aber klar, Feuerimmunitäten kann Deran damit nicht wegbrennen. Ember kann das.
Hier sind die Ergebnisse. Und das brechen wir ab. Gehen ganz schnell zu Galfried, der auch aufsteigen darf. Seine 2 Punkte hier gesetzt bekommt. Und was hatte ich bei Galfried denn? Bei Galfried hatte ich mir überlegt, dass ich ihm Blindkämpfen gebe. Dazu verliere ich jetzt keine weiteren Worte. Er ist ein Nahkämpfer. Alle Nahkämpfer sollen Blindkämpfen mindestens auf Rang 1 haben. Das ist hiermit erledigt. Kommen wir zu Bruder Woljew. Mystischer Gauner. Ja, bei Woljew ist es echt schwer. Der hat noch ganz viele Sachen, die er können sollte, weil er so ein Hybrid aus Nahkämpfer und Zauberer ist. Und da sind halt ganz viele Sachen für ihn interessant. Aber alles können wir nicht haben. Bei Woljew wäre grundsätzlich interessant der Blindkampf. Aus den Gründen, die ich mehrfach erläutert habe. Der Biss des Piranhas wäre interessant für seine Messerangriffe. Es wäre auch interessant Abhärtung, Lebenspunkte, ganz klar. Und dadurch, dass Woljew ganz hundsmiserable Rettungswurfwerte hat, wäre auch alles interessant, was damit zusammenhängt. Außerdem wäre auch ein durchschlagender Zauber für Woljew interessant. Zauberresistenz, der genaue Stich. Hat er auch noch nicht. Und ansonsten hier unten der verbündete Zauberkundige würde ihm auch helfen. Ja. Also ganz viel. Und ich entscheide mich. Wir sehen hier, wir haben jetzt noch ein Talent und dann haben wir noch eins auf Stufe 19. Ich entscheide mich defensiv für die Abhärtung bei Woljew, weil er doch häufig umkippt und da bekommt der hagere Tiefling ein bisschen mehr Fleisch auf die Rippen, was vielleicht ein bisschen hilft. Dann haben wir 2 weitere Zauber. Dadurch, dass ich eben neulich ganz viele Zauber gekauft habe, ist hier nicht mehr viel übrig. Ihr seht, das ist alles, was noch von Stufe 1 bis Stufe 6 übrig ist. Das ist nicht mehr wirklich viel. Ich habe mir da gedacht, dass ich ihm gebe den Vampirgriff und das Symbol der Enthüllung. Weil das bisher theoretisch nur so ist. Er hat ansonsten hat's gar keiner. Falls wir das mal brauchen sollten, dann hat Woljew jetzt grundsätzlich im Zauberbuch und könnte damit umgehen. So. Abbruch. Genau. Dann, Lan. So, bei Lan gibt es nicht mehr so viele sinnvolle Talente. Lan hat, um das nochmal aufzuführen, Lan hat das Talent Blindkampf oder Blindkämpfen auf Stufe 1. Warum? Weil hier im allerletzten Satz eine wichtige Information steht. Blindkämpfen geht eigentlich auch nur im Nahkampf. Wir sehen ja hier in der Beschreibung, verfehlst du im Nahkampf getarnte Gegner und so weiter und so fort, dann passiert irgendwas. Das ist für Lan alles irrelevant, weil er ist ein Fernkämpfer. Aber der letzte Satz ist relevant. Außerdem erhältst du Immunität gegen Blickangriffe. Das kann natürlich auch für Lan sinnvoll sein, deswegen habe ich ihm das gegeben. Ihm das jetzt auszubauen auf verbessertes Blindkämpfen macht aus meiner Sicht keinen Sinn, weil auch hier wieder nur von Nahkampfangriffen die Rede ist, die jetzt irgendwie besser und erfolgreicher sind und diese Tarnung dann besser durchschauen können. Lan macht aber keine Nahkampfangriffe. Wenn jemand genau weiß, dass es anders programmiert ist, als es hier steht, möge er bitte mal in die Kommentare schreiben. Meiner Ansicht nach ist der Ausbau des Blindkämpfens bei Lan nicht sinnvoll. Rang 1 ist nur sinnvoll wegen der Immunität gegen Blickangriffe. Rang 2 und Rang 3 sind für ihn nicht sinnvoll. Das war so als Auffrischung. Was bei ihm hingegen sinnvoll ist, ist der kritische Trefferfokus. Du bist geübt in der Kunst, Schmerzen zu verursachen. Du erhältst einen Situationsbonus von +4 auf Angriffswürfe zur Bestätigung kritischer Treffer.
Lan crittet relativ häufig. Und wenn man crittet, muss man ja diesen kritischen Treffer bestätigen, sonst ist es kein Crit, sondern nur ein normaler, gelungener Angriff meistens dann. Dieser Crit-Bestätigungswurf ist dann ein weiterer Angriffswurf, der gewürfelt wird. Und auf diesen bekäme Lan mit diesem Talent einen Bonus, einen Situationsbonus von plus 4 obendrauf. Dadurch kommen viel mehr Crits ins Ziel als bisher. Und deswegen gebe ich ihm den kritischen Trefferfokus. Und mehr hat sich auch nicht getan bei ihm. Und dann fehlt nur noch Soziel und Borsel, die Combo aus Kleriker und Tankschwein. Bei Soziel habe ich mir überlegt, dass er auch mal die durchschlagenden Zauber bekommen soll, um besser durchzukommen. Also er hat merkliche Schwierigkeiten verglichen mit Dera, der über einen anderen Skill das besser kann, seine Zauber ins Ziel zu bringen. Und deswegen gebe ich ihm die durchschlagenden Zauber, damit er auch mal ein bisschen aufholen kann. Und mehr gibt's an der Stelle nicht zu sagen. Ah, doch, hier. Er bekommt jetzt automatisch den Umgang mit schweren Rüstungen. Das wird nochmal interessant sein, da unseren Fundus durchzugehen, ob er jetzt was Besseres anziehen kann. Außerdem wie immer eine ganze Reihe neuer Zauber, die er automatisch ins Repertoire bekommt. So, hier geht's raus. Und dann fehlt nur noch Borstel. Borstel gucken wir uns erstmal kurz an. Tatsächlich Kampf. Borstel macht drei Angriffe, wie wir hier sehen. Und zwar sind das Durchbohren-Angriffe. Das ist so ein Hauer-Angriff. Ne? Mit den Keiler-Hauern wird da versucht, einen Gegner zu durchbohren. Das ist die Art und Weise, wie Borstel Schaden macht. So, das ist wichtig. Jetzt steigern wir Borstel, das Bollwerk. Und haben folgende Überlegungen anzustellen. Es gäbe das Thema Kampfreflexe. Du kannst entsprechend deines Geschicklichkeitsbonus eine Reihe zusätzlicher Gelegenheitsangriffe pro Runde ausführen. Mit diesem Talent kannst du Gelegenheitsangriffe auch dann ausführen, wenn du auf dem falschen Fuß stehst. Also, dieses Talent Kampfreflexe ist die Voraussetzung für das Talent Nutze den Augenblick, was schon sehr viele haben. Wäre zu überlegen. Die höhere Anzahl von Gelegenheitsangriffen pro Runde macht mich jetzt aber nicht so an. Das ist halt, das Borstel ist ein Tankschwein, der soll stehen bleiben und alles andere ist relativ uninteressant. Aber als Voraussetzung für Nutze den Augenblick, was ja die anderen Tierchen alle haben, ist das schon durchaus interessant. Man kann aber auch einfach sagen, nee, wir gehen den Weg konsequent weiter und geben Borstel weitere Boni auf seine Rettungswürfe. Oder vergrößern seinen Rettungswurf-Boni. Zum Beispiel durch die bisschen Reflexe. Plus 2 auf Reflex-Rettungswürfe zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Oder haben wir irgendwie die Zähigkeit, oder wie es heißt. Eine große Zähigkeit. Bonus und plus 2 auf alle Zähigkeitsrettungswürfe. Da ist Borstel schon ziemlich gut. Aber man kann das immer noch verbessern. Das wäre die andere Philosophie, die man an den Tag legen könnte. Außerdem ist natürlich auch bei ihm, bei Borstel, ein Blindkampf interessant. Zumal er ja bereits verbessertes Blindkämpfen ebenfalls schon hat. Bei ihm ging es jetzt sogar schon in die Stufe 3, die letzte Stufe, das mächtige Blindkämpfen. Deine Nahkampfangriffe ignorieren die Fehlschlagchance, wenn deine Gegner nicht vollständig getarnt sind. Außerdem werden vollständig getarnte Gegner behandelt, als wären sie normal getarnt. Mit 20 statt 50% Fehlschlagchance.
Wenn du einen unsichtbaren oder versteckten Angreifer erfolgreich anvisierst, hat dieser Angreifer bei Treffern mit Fernkampfangriffen keine Vorteile. Du erhältst also deinen Geschicklichkeitsbonus und so weiter. Das haben wir allerdings hier auch schon. Wobei hier geht es nur bis zu 30 Fuß Entfernung und hier ist es jetzt entsprechend komplett. Auch das wäre nochmal ein Boost auf Borstels Tankpotenzial, dass auch getarnte Gegner, die irgendwie aus der Entfernung schießen, sich komplett mit Borstels Rüstungsklasse auseinandersetzen müssen und keinen entsprechenden Bonus haben. Und Borstel auch keinen Malus erleidet. Ich gebe ihm mal mächtiges Blindkämpfen, damit es mal überhaupt einer hat. So. Und er hat jetzt das zu Fall bringen mit einem durchbohren Angriff. Eine Kreatur mit dem Spezialangriff zu Fall bringen kann versuchen, einen Gegner in einer freien Aktion zu Fall zu bringen, ohne einen Gelegenheitsangriff zu provozieren. Wenn sie mit dem Angriff trifft, scheitert der Versuch, wird die Kreatur im Gegenzug nicht zu Fall gebracht. Genau. Wir können nochmal schauen. Wir hätten hier bei Borstel auch noch die Möglichkeit gehabt, einen Waffenfokus auszuteilen. Das wäre hier durchbohren. Das ist ja der einzige Angriff, den Borstel macht. Es gibt keinen anderen. Also kann man theoretisch dann schon sagen, naja, gibt es halt noch einen Bonus von plus 1 obendrauf. Ne? Wäre auch zu überlegen. Vielleicht mache ich das auf Stufe 19. Im Augenblick, denke ich, möchte ich einen Helden oder ein Tierchen haben, was den Blindkampf auf Stufe 3 beherrscht. So. Damit sind wir mit allen durch und gucken mal ganz schnell noch in die Ausrüstung. Und in die Zauberbücher. Wir haben Sosiel, der mittlerweile mit schweren Rüstungen umgehen kann. Da hätten wir... Kannst du nicht? Also kannst du damit nicht umgehen? Eigentlich solltest du damit umgehen können. Ist eine schwere Rüstung. Oder ist die irgendwie besonders? Hier ist gerade keine andere schwere Rüstung parat. Ha? Nur so irgendwelche Lappen hier, die kein Mensch braucht. Seela, zieh dich mal aus. Wir brauchen mal eine schwere Rüstung. Eine schwere Ritterrüstung. Kann Sosiel die jetzt tragen oder kann er das nicht? Er kann sie nicht tragen. Das ist interessant. Ich hätte gedacht, dass er jetzt eigentlich das hätte mit schwerer Rüstung. Stand das da nicht gerade, dass er das könnte? Habe ich das jetzt irgendwie komplett falsch gesehen? Also, Sosiel kann nach wie vor nicht mit schweren Rüstungen umgehen, obwohl ich glaube, das gerade gelesen zu haben. Falls ich mich da irgendwie in irgendwas reingesteigert habe, ist es natürlich Pech. Ich weiß, er hat einen mittleren Rüstungsfokus. Insofern ist es sowieso eine Frage, ob es sinnvoll ist, ihm was Schweres anzuziehen. Aber ich wollte es mal ausprobieren. Aber offenbar geht es nicht. Dann Kommando zurück. Dann wäre zu überlegen, ob wir irgendeinem unserer Recken so ein paar, was haben wir denn hier, Resistenzumhänger plus 4 noch um die Schultern legen können. Ember hat das, Seela hat das. Nenio, Regil, Arusha, der hat noch so einen alten Fummel. Der ist eins besser. Du hast gerade auch einen alten Fummel, klar. Und Trevor auch. So. Alle anderen sind wahrscheinlich schon ausgestattet. Dann hätten wir zu bieten einen Gürtel der unglaublichen Geschicklichkeit plus 6. Du hast einen... Auch schon plus 6, jawohl. Du hast einen plus 4, der Gürtel der Körperform. Der gibt ja auch noch ein bisschen Konstitution. Das ist die Frage, ob das in Summe nicht besser ist. Ich denke, das lassen wir dir mal. Aber du hast hier oben auf jeden Fall Bedarf an einem besseren Amulett. Du hast da schon ganz Gutes. Nenio hat auch schon Gutes. Dann tauschen wir das hier aus. Und das.
Du hast einen Gürtel der Riesenstärke plus 4. Da komme ich so nicht drüber. Ich kann dir aber den Gürtel der Körperform geben. Dann kriegst du noch ein bisschen Geschicklichkeit obendrauf. Falls du es mal brauchst. Ringe haben wir auch noch ein paar, oder? Hier. Wir haben Schutzringe plus 4 mal 2. Du hast einen plus 3 Schutzring. Den können wir austauschen. Wir werden auf den Mitternachtsinseln auch noch ein bisschen mehr finden. Du hast noch so, so ein Ding. Du, ja, dann hier ist mir Regel erstmal näher irgendwie. Zack. So. Ja. Hier gäbe es auch noch was zu tun mit den Ringen. Du hast einen des perfekten Körpers. Ja, die sind schön. Und auf Anhieb sehe ich jetzt nichts besser. Also, doch hier, Rüstungsarmschienen plus 6, die hast du ja auch schon. Des unheimlichen Scholaren. Ja. Richtig. Ja, du hast die plus das Phantom schlecht. Du hast aber eine richtige Rüstung. Nee, das lohnt sich dann nicht. Und bei dir sowieso nicht. Okay. Das soll es mit dem Gear erstmal gewesen sein. Dann geht's noch in die Zauberbücher. Bei Nokori müssen wir nichts tun. Du hast nichts, du hast nichts. Du hast vielleicht was Neues. Hast du was Neues? Auf der Stufe 1 hast du einen neuen Punkt. Jetzt nochmal den Orkanbogen rein, auch wenn ich den nie benutze. Fertig. Du hast nichts, du hast natürlich einiges. Wo ist was Neues dazugekommen? Hier. Auf der Stufe 5. Ah, was geben wir dir da? Die böswillige Verwandlung mal reintun? Phantomnetz. Kältekegel. Ah, Kältekegel ist schon auch echt böse. Aber das ist noch böser. Stufe 6, auch was Neues. Zweimal Scirocco, zweimal Eisschlag, zweimal Kugelblitz. Zweimal die eingebildete Verwesung. Einmal wäre noch übrig. Ich gebe dir nochmal den Eisschlag. Stufe 7, nichts Neues. Stufe 8, nichts Neues. Stufe 9, komplett neu. Und du bekommst erstmal das unheimliche Schicksal auf den Favoritenschulplatz. Das Masseneisgefängnis ist ganz übel. Der Tsunami ist schön. Die hätte ich gern zweimal. Schatten haben wir noch. Heldenhafte Anrufung. Ist nur so ein Buff. Moralbonus auf Angriffs- und Schadenswürfe. Mhm. Immun gegen Furcht- und Bezaubern-Effekte. Na, sechster Sinn. Ist nicht auf dem falschen Fuß erwischt. Schatten. Ich mach mal einen Schatten und ich mach das unheimliche Schicksal nochmal. So. Soweit Nenios-Zauberbuch. Dann Sela hat ja auch in begrenztem Maße Plätze. Da müssen wir aber... Ach doch, hier ist was Neues. Da gebe ich dir nochmal sicherheitshalber das unzerbrechliche Herz. Bei Ember ist nichts zu tun. Bei Deran ist nichts zu tun. Aber bei Woljew. Auf der Stufe 2 was Neues. Glitzerstaub. Naja, manchmal ist der Glitzerstaub schon gar nicht schlecht. Ich gebe dir den nochmal. Weil hier auf dieser Stufe 2 ist jetzt nichts, was wir unbedingt brauchen. Da ist Glitzerstaub schon das, was wir am ehesten benutzen. Trotz Blindkampf. Hier ist leider nichts Neues dazugekommen. Überlege, ob ich Standort vortäuschen dir wirklich... Das benutze ich so selten. Ich werde das mal gegen eine Energieramme austauschen. Eine der beiden. Dann hier. Brüllen. Benutze ich nie. Die Dimensionstür ist viel cooler. Furcht. Hm. Naja, gut. Stufe 5. Wir hatten hier den Vernichtungsstrahl. Wir haben jede Menge neue Zauber. Eisgefängnis. Eine feindliche Kreatur.
Phantomnetz. Ich gebe mal das Phantomnetz. Um der alten Zeiten willen. Und hier auf der Stufe 6 haben wir auch einen freien Zauberplatz. Da gibt es viele schöne Dinge, die man ihm geben könnte. Die eingebildete Verwesung, die nervt auch mächtig. Die Tialara kann Nokori Traumumhang. Mal persönlich. Todeskreis. Nee, das machen wir nicht. Wahrer Blick haben wir schon. Bei Deran der Scirocco. Ah, den haben wir bisher gar nicht. Der ist auch echt so scheiße, der Scirocco. Den muss man eigentlich fast zweimal dir geben. So. Höllenfeuerstrahl. Es ist die Frage, ob ich das überhaupt drin lasse. Oder ob es nicht besser ist, wenn wir dir dann da mal eher die eingebildete Verwesung geben. Ja, Stein zu Fleisch. Hm. Kann man gebrauchen. Traumumhang. Kann interessant sein. Umwandlung. Du wirst zu einer Kampfmaschine. Stärker, robuster, schneller und kampfstärker. Da deine Gedanken nur noch um den Kampf kreisen, kannst du nicht einmal mit magischen Gegenständen Zauber wirken. Du erhältst einen Verbesserungsbonus von +4 auf deine Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution und so weiter und so fort. Das ist eine rollenspielerische Entscheidung, dass ich ihm das jetzt gebe. Obwohl ich halt immer davon geträumt war, ein paar Muskeln zu haben. Insofern hat er sich diesen Zauber jetzt eingeprägt. So, dann hätten wir noch Sosiel, der von Relevanz ist für die Zauberbuchdiskussion. Da nehmen wir auf der Stufe 1 erstmal nichts Neues. Das passt soweit, das auch. Teilweise Genesung brauchen wir eigentlich eher selten. Ich gebe nochmal bebende Knochen dazu. Das hier, ja. Lassen wir mal so. Hier haben wir die das kritische Wunden verursachen, habe ich auch noch seltenst benutzt, aber ich lasse es mal. Ja, Flammenschlag ist schön. Innere Ruhe. Lebensatem, das brauchen wir häufiger leider. Hier. Auf der Stufe 6 ein neuer Zauber. Ich denke, die Klingenbarriere können wir nochmal gebrauchen. Auf der Stufe 7 ist nichts Neues. 8 nichts Neues. Und 9 ist neu, weil ich das für alle Helden aufgeschlossen ist, die Stufe. Ja, Gestaltwandel. Brauchst du Jade für. Massenheilung. Das ist interessant. So, Entzug von Lebenskraft in nächster Umgebung. Winde der Vergeltung. Ich glaube, ich mache hier mal alles, weil ich nicht genau weiß, was mir da am besten gefällt. Polarnacht haben wir schon mal erlebt. Überwältigende Ehrfurcht. Ja, das ist aber irgendwie... Das ist Quatsch, oder? Gestaltwandel. Ich glaube, darauf verzichte ich auch. Nehme lieber nochmal die Massenheilung. Ah, die Massenheilung ist schon richtig gut. Polarnacht, das ist richtig übel. Meiner Erinnerung nach, ich mache das mal so. Nochmal Polarnacht und nochmal die Massenheilung. Also erst Polarnacht und dann die Massenheilung für die eigenen Leute. Wobei die Massenheilung ja auch auf alle geht. Okay, so. Das ist so sehr gewesen. Mehr haben wir nicht zu tun. Und damit ist diese lange Episode zu Ende. Level 17 haben wir erreicht. Ich würde jetzt mal off-cam schauen, ob der Steuermann jetzt wieder mit uns redet. Ich habe ja den Verdacht, dass wir einfach aufleveln mussten, damit wir den dritten Teil der Quest bekommen. Kann aber sein, dass es falsch ist. Oder
Kann auch sein, dass wir noch weiter aufleveln müssen. Damit kommen wir zum nächsten Thema. Level 18 könnten wir auch schon machen. Das gebe ich den Helden aber nicht, aus zwei Gründen. Grund Nummer 1. Durch diesen DLC mit den Mitternachtsinseln sind wir jetzt sowieso schon, haben wir sowieso schon mehr XP, als die Helden normalerweise hier in diesem Kapitel der Hauptgeschichte haben sollten. Wir standen, als wir das Mitternachtsinsel-DLC begonnen haben, kurz vor Level 17. Also Level 17 hätten wir sowieso erreicht, bevor wir mit Nocticula sprechen, denn wir haben noch ein bisschen was zu tun. Das ist also okay. Ich würde aber ungern jetzt mit Level 18 bei Nocticula vorbeischauen, weil das ist dann wahrscheinlich Kapitelende und dann müssen wir gegen Nocticula kämpfen und dann wäre es schon schön, wenn ich das in der Verfassung tue, die man auch normalerweise hat. Wir haben ja eh schon die zusätzlichen Boni durch die gefundenen Schutzringe und dergleichen, die wir ja auch in der Form und in der Menge auch gar nicht hätten, theoretisch. Aber da will ich mein Auge zudrücken. Leveln möchte ich vor Nocticula aber nicht. Das ist Punkt 1. Punkt 2. Ich rechne damit, dass wir am Ende vom Kapitel 4 irgendwie im Zuge unserer Auseinandersetzung oder unseres Treffens mit Nocticula eine weitere Legendenkraft bekommen. Und ich möchte die gerne haben, bevor ich Level 18 levele, damit ich das alles gleich in einem Aufwasch erledigen kann. Deswegen bleiben die Helden erst einmal auf Level 17 und erst gegen Ende von Kapitel 4 gibt es dann das nächste Level-Up-Video. Und hier in der Story geht es jetzt eben weiter, entweder mit dem Mitternachtsinsel-Archipel, wenn ich rausfinde, dass wir da weitermachen können jetzt off-cam, oder wenn das nicht geht, dann machen wir mit der Hauptgeschichte weiter und da gibt es ja noch dieses, diese Quest mit der, ach, wie heißt sie gleich? Nokori, rede mit mir. Hain der Pein. Wir sind noch nicht bei Velexia gewesen und außerdem können wir dann auch noch diese eine Geschichte mit diesem, mit dieser Titanenrune erledigen, worauf ihr mich aufmerksam gemacht habt. Das ist auch noch zu tun und dann wäre Nocticula irgendwann dran. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Weiter mit einem der aufgezählten Dinge geht's im nächsten Teil. Bis dahin!